Wie ihr sicher wisst, liebe ich Sport. Fußball, Handball, Volleyball. Ihr habt mich schon bei vielen Sportarten bewundern dürfen. Eine jedoch habe ich in letzter Zeit vernachlässigt. Und da für den Mai ein neues Tennisspiel für den Nintendo 3DS angekündigt wurde, will ich heute zeigen, welche Tennisspiele ich so in meiner Gaming-Karriere gespielt habe und wie ich sie fand. Meine erste Berührung mit einem Tennisspiel war auf dem Super Nintendo. Super Tennis heißt das Spiel und es kam in Europa Mitte 1992 heraus. Die Grafik ist okay, nicht das Beste, was man auf dem Super Nintendo gesehen hat. Musik ist nicht überall vorhanden, dafür sind die Stücke, die einem begegnen, sehr einprägsam und schön anzuhören. Die Stärken des Spiels sind aber das Gameplay und die Vielfalt. Man hat sehr viele Optionen. Man kann eine Weltmeisterschaft spielen, indem man in einem Turnierbaum gegen alle möglichen Gegner per Zufall antritt, bis man alle großen Turniere gewonnen hat. Man kann aber auch einzelne Spiele absolvieren. Spielt man ein Doppel, so kann man die Teams frei zusammensetzen. Entweder man spielt alleine mit drei Computern oder mit einem Freund zusammen oder man teilt jedem Spieler einen Computer zu und duelliert sich so. Im Einzel gestaltet sich die Teamzusammensetzung ein bisschen einfacher. Allein gegen den Computer oder gegen einen Freund. Man kann einen von 20 Spielern wählen, 10 weibliche und 10 männliche. Hierbei kann man völlig frei einteilen, man kann also auch einen Mann gegen eine Frau spielen oder andersherum. Da die weiblichen Spieler nicht so schnell und stark sind wie die Männer, kann man die Schwierigkeit so frei regulieren. Du denkst, du hast das Spiel perfekt im Griff? Ja, dann spiel doch mal mit einer schwachen Frau gegen einen starken Mann. Die Spieler haben untereinander verschiedene Eigenschaften. Es gibt Allrounder, Techniker und einfach Starke, die dafür weniger präzise schlagen. Diese Individualitäten sorgen für sehr viel Abwechslung und Wiederspielwert. Und wenn dir der Spieler zu langweilig wird, es gibt sogar einen schwarzen Spieler und einen Schwulen. Hat man sich also für eine Anzahl an Sätzen entschieden, kann man noch den Belag wählen. Hierbei ist es wie bei jedem Tennisspiel. Asche ist langsam und Sprung schwach, Rasen ist schnell und mittelstark im Sprung und der Hardcourt ist mittelschnell und die Bälle springen hoch. Ich bevorzuge stets den Hardcourt. Und los geht's! In Super Tennis lernte ich das universelle Tennis-Gameplay kennen, welches sich durch alle Nintendo-Tennis-Spiele ziehen sollte. Man schlägt mit B einen normalen Schlag, mit A einen Slice, mit X einen Topspin und mit Y einen Lob. Je nachdem, ob man bei Ausführung des Schlages nach vorne, nach hinten oder in gar keine Richtung drückt, steuert man die Stärke bzw. die Reichweite des Schlages. Willst du einen kurzen Slice hinter das Netz setzen, so drücke nach hinten, während du die Richtung bestimmst. Soll der Lob weit nach hinten gehen, so drücke nach vorne. Gleiches gilt beim Aufschlag und beim Volley. Ab einer gewissen Distanz zum Netz schlägst du nicht mehr normal, sondern stoppst den Ball weich mit dem Schläger ab. Jedoch kannst du mit dem Topspin und dem Lob immer noch normal schlagen, wobei du den Schlag kurz halten solltest, sonst geht er hinten ins Aus. Ich war damals sehr beeindruckt, wie genau man den Ball und vor allem den Spielverlauf durch so einfache Mechanismen steuern kann. Man hat immer das Gefühl, den Ball überall hinschlagen zu können. Und geht der Ball einmal ins Aus oder du verlierst, so hast du immer das Gefühl, dass du darin schuld bist und etwas hättest besser machen können. Auch sehr präzise ist das Mann-zu-Ball-Verhältnis. Dieses einem Menschen beizubringen, der noch nie selbst eine Schlagsportart ausgeübt hat, empfand ich immer als sehr schwierig. Es artet immer darin aus, dass Nicht-Tennisspieler dem Spiel Vorwürfe gemacht haben, weil ihre Figur die Bälle ins Netz geschlagen hat oder in einem nicht beabsichtigten Winkel. Ich will einmal kurz versuchen, es hier zu verdeutlichen. Okay, wir stellen uns mal vor, das hier ist mein Tennisschläger, ja? Und das ist so die Schlagrichtung, in die ich gehe. So, jetzt stellen wir uns mal vor, der Ball kommt jetzt auf mich zu, ja? Und ich stelle mich zum Ball. Jetzt nehmen wir mal an, der Ball kommt hier direkt an meinen Körper ran, ja? Wie soll ich denn jetzt, wollen einige zum Beispiel den Ball so von mir wegschlagen, ja, also dass der Ball so wegfliegt. Wie soll ein Tennisspieler das denn machen, wenn der Ball hier direkt am Körper ist? Er kann den nicht so wegschlagen. Alles, was er machen kann, ist den irgendwie total bescheuert, gerade noch rüberlegen. Aber das sind nur die einfachen Dinge. Was viele nicht verstehen, ist das zu früh und zu spät schlagen. So, nehmen wir mal an, der Ball kommt auf mich zu und die Leute schlagen jetzt schon zu. Ja, guck doch mal bitte die Bewegung, in die ich gehe.
Jetzt wollen diese Leute aber, dass der Ball gerade nach vorne geht oder am besten noch in dem Winkel weg. Das geht aber nicht, wenn man jetzt schon schlägt, weil die Bewegung, die geht automatisch so. Das heißt, der Ball muss in diese Richtung weggehen. Das Gleiche, wenn man viel zu spät haut. Sagen wir, der Ball kommt an und man haut jetzt erst. Dann ist die Schlagbewegung diese hier. Ja, die. Hier wird der Ball getroffen. Das heißt, der Ball geht nach da weg. Und nicht, wenn man so schlägt, nach da weg. Das ist ganz einfache Physik. Ich weiß, das ist so aus dem Winkel ein bisschen schwer zu verstehen. Vielleicht, wenn man so schlägt, ja. Der Ball kommt, man schlägt ganz früh, zack, geht der Ball natürlich nach da. Und nicht nach da oder nach hier. Wenn man aber jetzt aber spät schlägt, dann seht ihr, dann geht die Schlagbewegung schon so rum und der Ball fliegt natürlich nach hier weg. Ja, einige Leute, die schlagen tatsächlich so und wollen, dass der Ball nach da wegfliegt. Das regt mich immer wieder auf, wenn Leute das nicht verstehen. Eine andere Sache ist, nehmen wir mal an, einige Leute schaffen es immer wieder, die gehen so dicht, ja, an diesen Ball ran, dass der, wenn der Ball so fliegt und er kommt hier auf, ja, er kommt hier hinten auf. Und die Leute stellen sich immer so, dass die genau hier stehen, wo der Ball aufkommt. Ja, und dann, wenn man jetzt hier schlägt, ja, dann kann der Ball nur irgendwie ganz bescheuert nach oben fliegen. Weil wie soll man denn, wenn der Ball hier direkt aufkommt und die schlagen hier direkt, dann kann das nichts werden. Ja, lass den Ball doch mal hochkommen, dass man vernünftig schlagen kann. Das heißt, wenn ihr einen perfekten Schlag wollt und alle Möglichkeiten, dann wartet doch, bis der Ball aufgekommen ist, hier oben ist. Und jetzt habt ihr alle Optionen. Ihr könnt jetzt so schlagen und so schlagen und so schlagen und ganz normal schlagen. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt so ein bisschen mit diesen Hilfsmitteln darstellen musste, aber es regt mich einfach immer wieder auf, wenn Leute, die dieses Tennisspiel so überhaupt nicht verstanden haben, es dann dem Spiel zum Vorwurf machen. Es liegt ja nicht am Spiel, die Spiele sind alle ziemlich perfekt programmiert. Ihr versteht nur nicht, wie das Körper-Ball-Verhältnis funktioniert. Dieses Verhältnis von Körper zu Ball wird in diesem Spiel gut umgesetzt. Aber genauso gut im nächsten Titel, bei dem es noch verwunderlicher ist, weil es mit weniger Mitteln arbeiten musste. Der Titel Tennis kam 1989 auf den Game Boy, während das Original 85 auf dem NES debütierte. Die Optionen sind sehr gering. Man hat 4 Schwierigkeiten zur Auswahl, das war's. Bekannt wurde das Spiel natürlich vor allem aufgrund des Referees, den man irgendwo schon mal gesehen haben sollte. Das erste Level ist sehr, sehr langsam und dient wirklich nur dem Antasten an die Schläge und die Gewohnheiten des Gegners. Durch die Limitierung auf 2 Knöpfe gestalten sich die Schlagvarianten ein wenig einfacher. B ist der normale Schlag und A ist ein Lob. Weiterhin kann man wieder durch das Drücken der Steuertasten Richtung und Stärke beeinflussen. Level 2 ist erträglich, Level 3 ist angenehm und fordernd und in Level 4 muss man sich stark konzentrieren, um den Sieg davonzutragen, auch heute noch. Es ist für mich das perfekte Spiel für zwischendurch gewesen, da es keinen Fortschritt braucht, um Spaß zu machen. Ein prädestiniertes Toilettengame. Die NES-Version wurde auf der Virtual Console veröffentlicht, die Gamer-Version wurde ebenfalls auf den Nintendo 3DS herausgebracht. Mein drittes Tennisspiel kam dafür wieder erst auf einer halben Konsole heraus. Mario Tennis kam auf der N64 im Jahre 2000 heraus und wurde von Camelot entwickelt, ein Studio, welches auch für Golden Sun verantwortlich ist, was später noch interessant werden soll. In Mario Tennis spielt man mit den üblichen verdächtigen Nintendo-Charakteren, die zu der damaligen Zeit halt in diesen Multiplayer-Spielen verfügbar waren, wie zum Beispiel Mario Golf, Mario Kart oder Mario Party. Tatsächlich sah man aber in Mario Tennis Waluigi das erste Mal. Und auch Daisy und Birdo sah man hier das erste Mal seit ihren alten Abenteuern auf dem NES.
Einige andere Charaktere muss man erst freispielen, unter anderem mein Liebling Donkey Kong Jr. oder den sehr starken Shy Guy. Man hat die üblichen Optionen von Cups, Doppel- und Einzelspielen. Da kann man die Option von Super Tennis vergleichen. Mario Tennis ist mein absolutes Lieblingstennisspiel, weil es ein perfektes Gameplay bietet. Auf eine so einzigartige Weise, wie es leider die Vertreter für GameCube und Wii nie wieder hinbekommen haben. Da auch die N64 nur zwei Knöpfe nutzt, wurde getrickst. Man spielt mit B einen Topspin und mit A einen Slice. Drückt man beide Knöpfe, schlägt man einen harten Ball ohne Spin. Drückt man den einen Knopf vor dem anderen, so spielt man einen Stoppball oder eben einen Lob, je nachdem in welcher Reihenfolge man sie drückt. Erneut kann man die Weite des Balles durch die Richtungstasten beeinflussen. Ein neues Feature sind die Farbbälle. Drückt man kurz vor Treffen des Balles erneut die Taste, so bekommt der Schläger mehr Wirkung und einen farbigen Schweif. Man kann seine Schläge auch aufladen und so besonders dolle Bälle kloppen. Möchte man das Laden schnell unterbrechen, um sich vielleicht doch noch zum Ball zu bewegen? Ich habe gehört, das hilft beim Schlagen. So drückt man einfach Z. Neben all diesen tollen und abwechslungsreichen Features sind aber auch die Charaktere sehr unterschiedlich. Sie sind in Kategorien eingeteilt. Die Technikspieler sind die Allrounder, ähnlich wie die, ja, Allrounder. Dann gibt es die Flinken, die dafür an Stärke mangeln, und bei den Kräftigen ist es eben genau andersherum. Es gibt dann auch noch Spezialspieler. Diese beiden schlagen wirklich fiese Kurven, sind aber sehr schwer zu steuern, da sie schweben und unter Rückschlagwirkung leiden. Ich spiele am liebsten mit Yoshi und Donkey Kong Jr., der saustark zuschlägt, sich aber auch flink bewegen kann. Die Musik ist wirklich schön in dem Spiel, lenkt aber auch zu keinem Zeitpunkt vom eigentlichen Gameplay ab. Die Grafik ist ebenso gut, wie man es damals auf der N64 erwarten kann und stört mich auch heutzutage kein bisschen, wenn ich es mal mit aktuellen Titeln vergleiche. Ist einem das normale Spiel zu langweilig, so kann man auch Spezialkurse wählen. Auf diesen sind die Bedingungen teilweise sehr kurios und auf einigen kann man sogar Items nutzen. Dies jedoch geht einem schnell auf die Nerven, da Tennisspielen so keinen Sinn macht. Ein witziges Zwischendurch ist es aber auf alle Fälle. Hat man den Star Cup mit einem Charakter bezwungen, kann man übrigens durch das Drücken der R-Taste den Spieler danach auf Super stellen. Nun schlägt er wesentlich härter zu und macht auch schnelle Charaktere zu gefürchteten Gegnern. Mit der L-Taste können übrigens Linkshänder sich an ihre Gewohnheiten anpassen. Erwähnenswert ist es, dass Mario teilweise spielen und gleichzeitig moderieren kann. Was ein Multitalent. Sehr witzig fand ich auch immer, wie er Championship Point ausspricht. Wie bereits erwähnt, haben die Nachfolger auf dem GameCube und der Wii sich zwar in Punkten Grafik und Vielfalt gebessert, aber dieses perfekte Gameplay leider sehr verdorben und sind für mich daher nicht wirklich weiter erwähnenswert. Da betrachten wir lieber zwei andere Titel, die eine erfrischende Neuheit mit einbrachten. Mario Tennis für den Game Boy Color kam bereits 2001 heraus, also kurz danach, und benutzt das Gameplay des N64-Vorgängers. Ja, warum auch nicht, schließlich ist auch dieser Teil von Camelot entwickelt worden. Jedoch wurde eine Sache geändert. Dein Charakter steuert sich sehr schlecht. Aber das ist gewollt. Denn Mario Tennis bietet dir hier einen Story-Modus. Du kannst dir einen weiblichen oder männlichen Helden wählen und mit diesem alleine oder mit einem Partner zusammen Erfahrungspunkte sammeln. Werte aufbessern und in den Clubs höhere Ränge erreichen. Später trifft man auf Bösewichte und Endbosse der jeweiligen Cups. Zwischendurch gibt es Sonderevents und man kann zu jedem Zeitpunkt auch sinnlos im Restaurant rumlaufen und Leute ansprechen oder in die Trainingshalle gehen und per Minigames trainieren und nicht gerade wenig Erfahrungspunkte kassieren. Je mehr Punkte du in Geschicklichkeit und Kontrolle legst, desto besser steuert sich dein Spieler. Und das Spiel macht von Minute zu Minute mehr Spaß, jedenfalls im Einzel. Im Doppel muss ich gestehen,
kann man das Spiel zu 90% dem Partner überlassen, beziehungsweise man muss, da er am Netz einfach jeden Ball pariert und das manchmal so lange, ohne dass man eingreifen kann, dass es wirklich zäh und langwierig wird. Mario Tennis war früher mein absolutes Lieblingsautospiel. Besonders auf langen Urlaubsfahrten war es mein treuester Begleiter und da störte es mich auch nicht, dass teilweise Duelle Stunden gingen, weil jedes noch so unwichtige Duell über zwei Sätze gehen muss. Übrigens gibt es wirklich tolle Minispiele zu entdecken, sollte man Peach und Mario freispielen. Die möchte ich hier aber jetzt nicht großartig verraten. Mario Tennis hatte 2005 einen Nachfolger. In diesem ist der alte Protagonist Alex jetzt der große Star der Akademie und du fängst erneut als Rookie an, männlich oder weiblich. Dieses Spiel ähnelt dem Vorgänger sehr stark, nur leider ist das Gameplay nicht mehr so rund und wirkt noch steifer und unfairer, sodass ich für diese Version nicht mehr nötig Geduld aufbringen konnte. Jedoch fand ich es ulkig, wie sehr die Animation und die Bewegung der Charaktere an die von den Golden Sun Charakteren erinnern und da merkt man eben doch, dass es von Camelot entwickelt wurde. Zu guter Letzt gibt es dann noch ein Tennisspiel, welches man aber nicht wirklich als Tennisspiel bezeichnen kann. Wii Sports ist ein Frauenmagnet, das kann man nicht anders sagen. Leider haben Frauen teilweise auch sehr wenig Verständnis für die eben vorher angesprochenen Verhältnisse von Körper und Schläger und fluchen auch gerne mal rum, weil das Spiel unfair zu ihnen ist. Aber Wii Sports ist halt nur eine Promo gewesen für die Wii Remote Steuerung. Man kann die Schlagtechnik loben und das Verhalten des Schlägers, aber spätestens wenn man bemerkt, dass man seine Charaktere nicht selbst steuern kann oder einige würden sagen muss, um auch jeden noch so argen Casual-Spieler zu begeistern, und wenn man betrachtet, wie sich das Spielverhalten im Laufe der Zeit ändert, merkt man, wie simpel und einfach dieses Spiel gehalten wurde. Ja, so hat man früher gespielt, als das neu war, da war man noch ganz enthusiastisch dabei und dann später, als man das Spiel konnte, hat man so gespielt. Wii Sports macht also Spaß, ist aber kein wirkliches Tennisspiel. Die Minispiele machen mit dem Schläger Spaß, aber ich greife immer noch am liebsten zu Mario Tennis 64 oder auf dem Klo eben zu den Gameboy-Spielen. Ich freue mich sehr auf Mario Tennis für den Nintendo 3DS und hoffe, dass es die tolle Grafik vom 3DS nutzt, aber das perfekte Gameplay vom N64-Vertreter wieder aufrufen kann. Manchmal ist weniger eben mehr. Weniger Schnickschnack und mehr Gameplay. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig in alte Zeiten entführen und möchte jetzt vor allem wissen, welche Tennisspiele mögt ihr und welche habt ihr früher gespielt? Euer Tim sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.